Mitarbeitermangel, Energiekrise, Kostendruck. Gastgeber stehen vor einem Berg an Herausforderungen. Was bei all den Krisenthemen zu kurz kommt, diese Branche macht unser Land so lebens- und liebenswert. Was würde uns im Leben alles fehlen, ohne der schönsten Branche der Welt, dem bayerischen Gastgewerbe? Ein Leben ohne Gastgewerbe wäre für mich wie Bayern ohne einen weiß-blauen Himmel. Wie ein Leben auf dem Mond. Bayern ohne Tourismus, Bayern ohne Gastgewerbe ist völlig unvorstellbar. Wir sind das schönste Land der Welt. Bayern, wie wir es kennen, mit Wirtshaus, Wiesen und Biergarten, lebt vom bayerischen Gastgewerbe. Einfach schlichtweg unmöglich. Einfach undenkbar. Ich bin groß geworden in einem Gasthaus als Wirtsdirndl. Sehr, sehr trist. Nicht lebenswert. Durchaus undenkbar. Wie Skifahren ohne Schnee oder wie ein Oktoberfest ohne Bier. Tatsächlich aktuell undenkbar. Vollkommen sinnlos. Gastgeber verbinden Menschen und schaffen Raum für Begegnungen. Gerade wir in der Gastro sind Sammelbecken und Ort für alle. Auch gerade in Bayern sehr kommunikativ in diesem Bereich. Für mich grandiose Menschen. Als Kind durfte ich den Nikolaus kennenlernen. Es werden Geschichten geschrieben, Wegbegleiter in das Herz geschlossen. All das wäre ohne das Gastgewerbe nicht möglich. Oh, ich hatte schon viele schöne Restaurant-Erlebnisse. Würde ich sagen, da gibt es ganz viele. Ich habe jedes Jahr das Glück, irgendwo zu landen, wo ein Laden mit Seele ist. Das war phänomenal, unvergesslich. Immer dann, wenn es überraschend ist. Hand aufs Herz, welches Extra lässt auf Reisen in Hotels deine Augen leuchten? Ein herausragendes Bett. Ein Strauß frischer Blumen. Wenn ich eine wunderbare Kaffeemaschine bei mir auf dem Zimmer habe. Am schönsten finde ich, wenn du merkst, da hat jemand richtig Freude. Je bayouvarischer der Hotelmanager oder die Inhaberin, umso mehr Lebensgefühl für mich. Der Mensch ist und bleibt mit seiner Gastfreundlichkeit das beste Extra der Branche. Wir sind es, auf die es ankommt. Keine andere Branche kann das alles bieten. Genau deshalb brauchen wir Veränderung. Wir wollen zukunftsfähig sein. Wir haben einen so tollen, handwerklich so intensiven Beruf. Gastgewerbe ist ein Stück Demokratiebildung, wo Menschen zusammensitzen. Mehr ernsthafte Sichtbarkeit. Entsprechend übrig bleibt. Ich würde mir wünschen, dass die Ausbildung noch mal breiter dann einfach aufgestellt wird. Funktionieren die Lieferketten und vor allem genug Personal. Ein attraktives System, mit dem junge Menschen den Weg zurück in die Branche finden und dauerhaft bleiben dürfen. Und vor allem unseren Preis auch durchsetzen können. Feiern wir diese Branche, feiern wir uns, die wir jeden Tag aufstehen, die Ärmel hochkrempeln. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, um für die Menschen da zu sein. Und dann hast du den schönsten Abend deines Lebens. Warum? Weil das ist Bayern, das sind wir.